kann ich mich freiwillig in der gesetzlichen Rente versichern, wenn ich eine vorgezogene Altersrente beziehe und nebenher noch versicherungspflichtig arbeite. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine interessante E-Mail-Anfrage am 28.04.2023 erhalten. Und zwar teilt uns da der Anfragende mit: Ich beziehe eine vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersgrenze, gehe ganz normal versicherungspflichtig noch arbeiten und möchte mich jetzt in der gesetzlichen Rente freiwillig versichern, damit ich noch in den Genuss steuerlicher Vorteile komme. Ich habe dann einen Antrag gestellt bei der Rentenversicherung und die hat ihn abgelehnt. Ja, stimmt das, was die Rentenversicherung da sagt? Ja, meine Damen und Herren, zu Recht hat die Deutsche Rentenversicherung ihren Antrag auf freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung abgelehnt. Und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Ich zeige Ihnen das mal. Und zwar haben wir hier den Paragraphen 7 StB 6. Und der sagt uns im Absatz 1 folgendes: Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, können sich für Zeiten von der Vollendung des 16. Lebensjahres an freiwillig versichern. Und genau hier haben wir es drin. Personen, die nicht versicherungspflichtig sind. Und da sie immer noch versicherungspflichtig beschäftigt sind und nach Absatz 2 dieser Vorschrift die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, können Sie sich in der gesetzlichen Rente nicht freiwillig versichern. Das ist die Regel. Also eine versicherungspflichtige Beschäftigung in der gesetzlichen Rente schließt eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rente erst einmal aus. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.